natürlich alles Habis gewesen. Ich habe mir nämlich eingebildet, ich könnte aus dieser alten Kiste wieder einen richtigen Göppel zusammenbasteln. Die ist schon so lange da gestanden und immer mehr verrostet. Drei geschlagene Tage habe ich schon an dieser Ruine gekrampft. Dabei also, mit dem Technischen komme ich ja sonst ganz gut schlagen. Der Vater sagt manchmal, das liege in der Familie. Wir haben ein Gütchen hier oben im Jura und daneben arbeitet er in einer Uhrenfabrik. Horloger Paysan, sagt man dann. Ein Uhrenbauer. Zuerst haben wir immer vorgestellt, wie das wäre, wenn ich aufs Mal mit dem Wagen so lässig die Heim vorgefahren wäre. Die hätten Augen gemacht, wenn sie Jean-Pierre und seine Limousine gesehen hätten. Aber eben, es war nichts zu machen. Ich habe mir zu viel zutraut. Eine richtige Wut hatte ich. So einen Krampf. Und alles für Katz. Ich habe das Schild gesehen an diesem Wagen. Mit den beiden Buchstaben GM. General Motors. Klar, das ist die Fabrik unten in Biel. Gar nicht weit von da. Und so hat alles angefangen. Da habe ich mir vorgenommen, mal in die Fabrik runterzugehen. Ich habe gemeint, ich lehre dann, wenn ich aus dieser Kiste bei uns oben doch noch ein richtiges Auto machen kann. Am nächsten Morgen bin ich heimlich ganz früh auf und abgeschlichen. Das wäre natürlich nicht gegangen. Aber zum Glück ist das alte Velo von der Schwester im Schuppen gestanden. Sie hat es ja nicht mehr gebraucht. Also, gerade eine Tour durch Swiss fahren bin ich zwar nicht. Ich habe erst gerade vor kurzem angefangen zu lehren. Ich habe halt immer gedacht, es lohne sich ja doch nicht. Ich habe doch bald ein Auto. Aber ich bin dann durchab. Ganz langsam und vorsichtig. Aber auf viel. Da wären wir. General Motors, Biel. Eine zünftige Fabrik. Ich wollte näher gehen, aber schon ist ein Polizist oder so etwas gekommen. Ich natürlich sofort ab. Wer will schon etwas mit der Polizei zu tun haben? Bin ich an ein Gitter angekommen, wo man rein gesehen hat, in die Grosshalle. Über das Gitter klettern, das war natürlich keine Sache gewesen. Aber kannst denn, wenn die alles sieht? Aber irgendwie habe ich einfach müssen rein. Thank you.
einmal, fast ohne dass ich wollte, bin ich mit drin auf dem Fabrikhof. Und was kannst du denn machen, wenn sie einfach einfließen? Ich habe doch ich nichts dafür, oder? Ich habe mir immer nur eins gesagt. Jean-Pierre, lass dich jetzt ja nicht verzwitschen. Und dann habe ich angefangen zu spielen. Richtig aufregend war es. Die Kisten alle. Hunderte von Kisten. Also ganz bin ich nicht rausgekommen. Für ganze Autos waren sie zu klein. Wie hat es eigentlich in so einer Kiste drin ausgesehen? Ich habe mir eben gedacht, geheizt ist, fliegt so einer Kiste an. Da hat es schon wieder so eine Dings gehabt. Wahrscheinlich ein Fabrikwächter. Aber der hat aber auch keine Augen. Und aufs Mal bin ich in der Fabrik hineingestanden. Wahrscheinlich hat es in der ersten Kiste die Motoren, in der anderen wieder etwas anderes. Und dann wird es irgendwie zusammengesetzt. Das ist direkt spannend geworden. Da bin ich am richtigen Ort gewesen. Ich habe noch nie so einen neuen Motor gesehen, der noch nicht eingebaut war. Da wird, glaube ich, der Vergaser eingesetzt. Und auf einmal, hat mich einer gesehen. Ich bin schön verschrocken. Das ist doch klar, dass das verboten ist, einfach in so eine Fabrik hineinzulatschen. Und all die Wächter oder Polizisten, ich bin auf alle Fälle ab, bevor er mich verdwitscht hat. Und jetzt da habe ich höllisch aufgepasst, dass mich niemand sieht. So schwer ist das gar nicht gesehen. Alle, die da hinten geschafft haben, sind so in ihre Arbeit vertieft gewesen, dass sie gar nicht umeinander geschaut haben. Da haben sie so komisch geformte Metallstücke aus einer anderen Kiste rausgenommen. 8 Stück von denen hat sie in einer Kiste gehabt. Ich habe natürlich bald gemerkt, klar, Karosserieböden. Darauf wird so nah die Nase das ganze Auto aufgebaut. Dahinter habe ich dann schon richtige Karosserien gesehen. Ich meine, ohne Farbe und alles. Und jetzt bin ich rausgekommen. Das ist ein Ding, ein Fließband. Toll, einfach toll. Ich habe natürlich alles vergessen. Die Motoren, in alten Karren in der Grube oben und bei dem Band nachgegangen. Von Gestell und Klammern. Also, dass das jetzt ein Auto werden soll.
Aber dann ist das Dach drauf gekommen. Und auf einmal einen tollen Augenblick. Da hat man schon gesehen, welche Marke das gibt. Ein Opel natürlich. Das habe ich sofort gesehen. Und dahinter ein Chevrolet. Allbord ist ein anderer Wagen gekommen. Opel, Vauxhall, Chevy haben auf dem Band abgewechselt. Und dann habe ich gemeint, jetzt sind sie aus und fertig. Da hat mich einer hinten am Kragen gepackt. Aber Gott sei Dank, es war nur ein Kabel. In dem Gehäuse bin ich schön verschrocken. Marsmenschen, habe ich zuerst gedacht. Marsmenschen, oder so. Astronauten. Wie wenn Leute von einem anderen Stern hier Auto polieren würden. Das sind natürlich nur Schutzanzüge. Aber ganz unter uns, ein bisschen unheimlich ist mir gleich gewesen. Es war einfach glatt zum Zuschauen, wie die da poliert und geschliffen und geschafft haben. Manchmal hat man fast das Gefühl bekommen, die hätten die Wege gern, schon bevor sie fertig sind. Das hat immer so ausgesehen, wenn sie haben sie so lieb die Karosserie gestreichelt haben. Und dann habe ich gesehen, dass die ganze Sache oben durch weitergeht. Im ersten Stock so quasi. Das wollte ich natürlich nicht verpassen. Ich war eigentlich schon ein bisschen kühn, sag mal. Jetzt haben sie die ganze Karosserie in schwarze Farbe getunkt. Und zwar alle Wagen in die gleich, ob es ein Opel, ein Chevy oder ein Vauxhall gewesen war. Ich habe natürlich sofort kombiniert. Aha, Rostschutz. Merci, das ist dann ein schnelles Malen. Und ein gründliches. Schon glatt, wenn man das zum ersten Mal sieht. Da haben wieder solche Marsmenschen eine Grundfarbe gespritzt. Piccolina, 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 oh la bella piccolina, oh la bella macchina. Ah, das sind Farbkübel. Alle möglichen Farben sind da angeschrieben gewesen. Und von da werden sie offenbar zum Spritzen rausgepumpt. Die fertig getrocknete Karosserie, da geht eine wieder runter. Ich natürlich nah wie der Blitz. Ich bin gerade noch zur rechten Zeit unten angekommen. Zusammen mit der Karosserie. Mit der Arbeit. Das reinste Zusammensetzspiel. Aber kein Puzzle. Denn da hat jeder haargenau gewusst, wohin mit was.
dahin ist eigentlich alles gut gegangen. Ich habe mich überall ums Verwünschtwerden können umdrücken. Aber ein wenig komisch war es mir gleich. Ich hatte schon das Gefühl, es wäre Zeit zum Verduften. Aber da habe ich etwas gesehen, das ich auf keinen Fall verpassen wollte. Das sind einfach Karosserien auf der Insel. Auf der Unterbau aufgesetzt worden. Hä? Das sagt mir jetzt auch. Ah ja, aufs Chassis, wo der Motor schon bereits drauf war. Da hat eigentlich das Auto so richtig angefangen, fertig werden. Ich habe dann später gehört, dass das Le Mariage heisst. Viel glatt, Le Mariage, das Hochzeug vom Chassis mit der Karosserie. Es braucht schon wahnsinnig viel, bis so ein Auto zusammen ist. Und also, wenn man diesen Leuten zugeschaut hat, wie sie so tiefig und ja, so geschickt und wie das alles gelaufen ist. Mir auf jeden Fall ist eins klar geworden. Der Göppel da oben auf dem Berg, den ich wieder zweiklopfen wollte, den muss man aus dem Kopf schlagen. Ich habe Respekt bekommen vor so einer Bühne. Natürlich habe ich mich gefragt, wohin? Sie haben mir später auch gesagt, er macht eine Versuchsfahrt. So eine Art eine gründliche Prüfung. Die Wagen, die Fahrt hinter sich hatten, sind dann unter die Regentusche gekommen, um zu schauen, ob es auch wasserdicht sei. Die habe ich dann spüren bekommen. Dusche, habe ich gesagt. Wolkenbruch. Ich war flatschnass. Ja, das wäre ja noch gegangen. Aber auf einmal hat es geschallt. Jetzt, habe ich gemeint, sieht es aus. Ein Vorarbeiter hat mich gesehen. Jetzt hatte ich schön den Schlotter gehabt. Ich habe doch gedacht, naja, ich werde verhaftet. Irgendeine zünftige Strafe, dass ich ein Käfig muss oder so. Und bei mir daheim haben sie nicht einmal gewusst, wo ich stecke. Da hat der Betriebswach telefoniert. Hat ihnen gesagt, wo sie mich finden können. Und schon ist so einer gekommen. Was hätte ich auch machen sollen? Ich bin halt wieder ab bei der Feuerwehr. Also, wo ist jetzt der Bub? Ja, dann schicke ich gerade jemanden vorbei, Der Bub? Der ist doch gerade noch da gewesen. Ja, dann ist er dort durch. Sie bitte mit mir kommen jetzt? Würden Sie bitte alle um mich umstehen, jawohl, so. Sie sehen die Wege von da unten aufkommen und in die Entfettungsanlage hineingehen.
Wie Sie sehen, hier wären die Wege. So, es kommt sofort raus, Bürstli. Los! So, komm, komm! Was fällt dir eigentlich ein? Das ist gefährlich. Da könnte etwas passieren. Was? Gut, dass ich dich noch verwünscht habe. Da drin ist nämlich verrückt heiß. Und die Dampf da drin, das sind Säuredampf. Säuredampf? Giftige Dampf. Da wärst du nämlich nicht mehr lebendig rausgekommen. Das kann er dann garantieren. Wie bist du überhaupt da reingekommen? Weil die Polizei ist hinter mir her. Ich habe gar nicht angestellt. Ich wollte nur wissen, wie man ein Auto macht. Was für eine Polizei? Die doch. Grüezi miteinander. Haben Sie den Bub gesehen, rumlaufen? Wir suchen nämlich einen. Nein. Nicht? Nein. Gut. Wieder schauen miteinander. Bitte. Jetzt hast du aber Glück gehabt. Das sind keine Polizisten. Das sind von unseren Fabrikwächter. Und müssen aufpassen, dass niemand da reinkommt. So wie du. So, komm jetzt mit uns. Ich war schon froh. Die haben mich nicht verraten. So nett sind sie gewesen. Und das ist unser Ausübungslager, was der sie geschaffen hat, der ganz besonders. Er hat gesagt, ich soll nur mit seiner Besuchergruppe kommen. Und wenn ich etwas fragen will, so soll ich noch. So, meine Damen und Herren, und zum Schluss von der Führung möchten wir Ihnen dann noch einen kleinen Film zeigen. Bitte sehr. Alle Max. Bitte. Bitte. Darf ich Sie bitte Platz nehmen? Es hat ja Platz genug für alle. Bitte sehr. Bitte. Wissen Sie, dass außer den Marken Chevrolet, Vauxhall und Opel auch die Marken Pontiac, Buick, Oldsmobile, Cadillac und Bedford zum GM-Konzern gehören? Die Fahrzeuge dieser Marken werden fertig in die Schweiz eingeführt. General Motors produziert aber auch Euclid-Erdbewegungsmaschinen. Auch Dieselmotoren für Schiffe, Industriemaschinen und Stromanlagen gehören zum GM-Programm. GM-Haushaltsmaschinen sind über die ganze Welt verstreut. Sie alle tragen den Markennamen Frigidaire. 640.000 Arbeiter und Angestellte arbeiten in der ganzen Welt für General Motors. Das entspricht praktisch der gesamten Schweizer Armee. Der Konstrukteur und Rennfahrer Louis Chevrolet war ein gebürtiger Schweizer. Er wurde in La Chaux-de-Fonds geboren. Als 22-Jähriger kam der junge Louis nach Amerika und schuf dort die Marke seines Namens. Mit über 2 Millionen Wagen im Jahr, heute das meistgekaufte Auto. Die schweizerischen Bundesbahnen befördern für die General Motors im Jahr rund 60.000 Tonnen Güter, darunter 23.000 fertig montierte Automobile. Zusammengenommen ein Güterzug von Biel nach Zürich und die gleiche Länge wieder zurück. Rund 18.000 Fahrzeuge werden jährlich in Biel montiert. Ungefähr alle 8 Minuten verlässt ein Auto die Fabrik. Firmen aus allen Kantonen der Schweiz liefern Material nach Biel. 60% des Detailverkaufspreises eines hier montierten GM-Wagens im Ersatzteillager in Biel sind 800 Tonnen Ersatzteile gestapelt im Werte von rund 12 Millionen Franken. Jährlich werden hier Ersatzteile für 32 Millionen Franken umgesetzt. Auch die rund 300 General Motors Händler und Servicestationen haben ihre Ersatzteillager. Im In- und Ausland findet der General Motors Fahrer stets einen Fachmann. In der Serviceschule der General Motors werden ständig gelernte Mechaniker und Spengler geschult. Sie werden in mehrtägigen,
teilweise mehrwöchigen Kursen mit technischen Neuheiten und mit den speziellen Serviceaufgaben an General Motors Fahrzeugen vertraut gemacht. So weiß der Kunde, dass sein Wagen bei den Händlern den Bestimmungen des Werkes entsprechend gepflegt wird. Die Personalabteilung sorgt für das Wohl einer großen Belegschaft. Die Belegschaft unterhält ein eigenes Musikchor. Unter FC General Motors, hier spielt er gegen den Fußballclub des Zirkus Knie, kann auf mancherlei sportliche Ruhmestaten zurückschauen. Auch der jährliche Betriebsausflug ist Ausdruck eines angenehmen und modernen Betriebsklimas. So, bitte sehr, meine Damen und Herren. Gefallen? Ja. Du hast mich sicher fragen, was der englische Spruch geheißen hat. Der heißt auf Deutsch, die General Motors ist ein gutes Unternehmen und es ist gut für sie zu arbeiten. Aha. So, wir haben es jetzt. Bist du jetzt gescheiter? Ja. Danke vielmals. Was ist? Und schon mit? Darf ich wieder mal kommen? Und dann haben sie mich eingeschickt. Ein tolles Erlebnis ist das gewesen. Aber wenn ich die Stege durch bin, da sind sie wieder gestanden. Zwei von diesen Wächtern. Ich habe mir gesagt, Jean-Pierre, du hast nicht den gleichen. Und ich bin an denen vorbei, wie wenn ich alle Tage da hinten zu tun hätte. Und dann ab wie der rote Pfeil. Das ist doch der Bub gewesen. Was? Als ich umgeschaut habe, da habe ich gemerkt, dass sie auch etwas gemerkt haben. Aber sie haben, glaube ich, nur gelacht. So, das war es, mein Abenteuer in der General Motors.